Wir machen das Ganze in einer Art, in Anführungszeichen, Challenge-Format, versuchen zu den jeweiligen Raid-Leveln die Raids zu machen. Das heißt, die Classic-Raids auf Level 60, die BC-Raids auf Level 70. Mal gucken, ob das alles so klappt, wie wir es uns vorstellen. Höchstwahrscheinlich nicht, aber naja. Hinterher ist man immer schlauer. Ich lade noch Paul ein. Moin Leute, wir sind zurück bei einem neuen Projekt. Man glaubt es kaum, es kommt immer noch, es kommt schon wieder. Wir spielen World of Warcraft. Und zwar starten wir mit einem neuen Charakter, aber diesmal nicht ganz alleine, sondern wir sind am Start zusammen mit Nico. Hallo. Und haben Paul auch noch dabei. Hallo. Voll krass, Freunde, wir starten jetzt das erste Mal als einen Nightborn. Ich habe die Rasse noch nie gespielt, das heißt, ich kenne die ganzen Questlines und die ganzen Shizzles dahinter auch noch gar nicht. Das heißt, ich könnte mal den Sound anmachen. Zumindest so ein bisschen. Und wir haben uns überlegt, wir machen das Ganze in einer Art, in Anführungszeichen, Challenge-Format, versuchen zu den jeweiligen Raid-Leveln die Raids zu machen. Das heißt, die Classic-Raids auf Level 60, die BC-Raids auf Level 70. Mal gucken, ob das alles so klappt, wie wir es uns vorstellen. Höchstwahrscheinlich nicht, aber naja. Hinterher ist man immer schlauer. Ich lade noch Paul ein. Oh nein, jetzt haben alle meinen Battletech gesehen. Oh nein. So, die beiden sind natürlich kacke, deswegen sind die Level 1. Ich bin Level 20. Ja, moin. Ich frage mich jetzt, aber... Habe ich Reiten schon? Habe ich schon das Reiten? Wenn ja, als Nightborn muss man ja natürlich auch seinen Rassenmount benutzen, das ist ja klar. Alter, voll geil. Man startet auf Level 20 und ist direkt in OG. Wie geil ist das denn? Voll geil! Genau, und im Hintergrund bei Paul sind auch noch Sonnkral und Felix. Die hört man minimal. Was muss ich denn jetzt? Achso, ich muss nur eine Quest abgeben. Ich muss Marvin dazwischen. Was willst du? Ey, was ist denn Marvin? Was willst du, Bengel? Oh, guck mal, wir haben sogar einen Wappenrock. Geil. So, wollen wir die Schlampe? Achso, mir fällt gerade auf, theoretisch könnte ich da jetzt sogar schon direkt Dungeon Browser anmelden, ne? Ja, lol. Aber wir gehen erst in den Dungeon Browser, wenn die beiden anderen Hoden-Kobolde auch Level 15 sind. Und wir haben uns vorgenommen, Freunde, wir spielen ganz viel PvP, wenn wir denn 110 sind. 3v3 habe ich mega Bock drauf, die anderen beiden wahrscheinlich auch. Vielleicht. Junge, ist PvP, natürlich hast du da Bock drauf! Die Musik ist voll laut. Ja, gut. Ja, gut. Bist du ja, Nico. Da bist du ja. Ich bin hinter dir fast. Ah, da. Jetzt ist die Frage, wo fange ich an zu leveln? Muss auch diese Mana-Firma. Was? Du hast Baby Winston. Ja. Was hat er? Wo hast du den her? Also nein, wie kriegt man den? Also. Über Overwatch. Ja, ich hab den ja. Aber ich weiß gar nicht, wie ich den ausrüste. Den unten umschalt P. Was ist denn Umschalt P? Oder du gehst einfach unten rechts auf deine Collection. Collection? Unten rechts, da wo das Pferdchen ist. Das ist Umschalt P. Ja, weiß ich, aber du kannst auch noch einfach draufklicken. User in your channel, timed out. Okay, tschüss. Tschüss. Da, Baby Winslow. Kampf. Warte, wie? Aus. Beschwören. Ah, cool. Habt ihr Level Equip? Gut, Nico wahrscheinlich nicht, aber. Level Equip? Ja. Das mal, bedeutet was? Das bedeutet Level Equip. Oh, ich bin doof, Leute. Ich kenne die Quest hier und ich habe sie schon wieder falsch gemacht. Ihr habt eventuell in eurer Collection unter Erbstücke. Heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Entweder Erbstücke oder halt auch nicht. Die geben EXP. Boosts beim Leveln. XP Boost. Ja. Ein Ring gibt 5%, eine Hose 10, ein Kopf 10, Schultern 10, Rücken 5. Ja. Wo soll das sein?
Unter Collections. Unter Erbstücke. Nein, da habe ich gar nicht. Collections Erbstücke. So, da. Ich habe da ehrlich gesagt auch nichts. Ja, dann ist ja völlig in Ordnung. Dann levelt ihr halt ein Stück langsamer. Dann level ich 50% schneller als ihr. Eigentlich, sag mir mal Bescheid, wenn ihr aus dem Startgebiet raus seid, weil dann komme ich zu euch. Aus dem was okay. raus? Aus dem Startgebiet. Oh. Weil es ja chilliger, wenn man zusammen leveln kann. Dann werdet ihr so Level 10 oder so sein, keine Ahnung. Irgendwie so. Habe ich jetzt 8 von diesen. Ach, 7 nur. Alter. Was für eine Quest bist du denn gerade dran? Irgendwelche Halsbänder hier. Ja, du bist dann völlig falsch. Oben auf der Minikarte sind dort die Gebiete eingezeichnet. Und auf der Karte, wenn du M drückst, siehst du es auch noch. Hoba. Hey, ich bin hier richtig. Also mir wird das oben angezeigt. Es kann ja auch an mehreren Orten sein, ne? Das also willst du schauen. Ich fahre mich hier unten und ich krieg's ja. Okay. Freunde, ich habe noch nie ein Rogue gespielt. Mal gucken, wie ich mich als Rogue mache. Ich freue mich schon so auf PvP, Alter. Ich dachte mir vorhin so, wieso kriege ich denn so viele Talente? Dann sehe ich so, oh, ich bin Level 20. Geil! Ich kann mir keine Spielzeit leisten. 13 Euro, als ob nicht. Ja, doch schon, aber hab kein PayPal. Ich schon. Ich auch nicht. Boi. Oh, erstmal diese persönlichen Ressourcenanzeige ausmachen, Alter. Die sind mega hässlich. Ich hasse die. Wie hast du die Spielzeit geholt? Ich habe mir auf irgendeiner abgesandeten Seite habe ich mir für zwei Monate für 20 Euro oder so gekauft. Ach so, ja. Ja, könnte ich auch eigentlich machen, ja. Ja, indeed. Müsste ich dann aber die Tage mal machen. Bis zum 21. bekommt ihr übrigens auch noch einen Reittier als Bonus, wenn ihr euch 180 Tage holt. Na, ich weiß. Jetzt schon. Ja, sag ich doch, bis zum 21. Bis zum 21. Ja gut, bis dahin muss ich mir eh neue Spielzeit gekauft haben, das heißt, ich kann mir dann ja auch... 65 Euro. Ab wie viel? 3 Monate Spielzeit. Muss ich gucken, ob ich mir das leisten kann. Bis dahin ist ja noch der ein oder andere Stream. Also Leute, ne? Wenn ihr mehr WoW sehen wollt, haut rein. Ich sollte mal wieder Autoloot anmachen. Wo geht das? Interface, Controls, Autoloot. Ich hab das Gefühl irgendwie, jetzt ist die Musik zu leise, Mann! Ah! Warte, das kriegen wir. So dürfte die Lautstärke theoretisch in Ordnung sein. Wenn nicht, Leute, wenn nicht, wisst ihr was? Lasst es mich wissen. Ich wollte gerade erst so, ich habe gerade erst überlegt, ob ich sage, ist mir scheißegal, aber so bin ich ja nicht. Ne, Nico, ich bin ja nicht gemein. Nein. Manchmal kann es auch nett sein, das stimmt. Sometimes. Irgendwie finde ich hier keinen einzigen. Doch, da. Ha. Leute, ich vergesse das. Ich vermisse das Q von einem Demon Hunter, ey. Ich bin viel zu langsam. Ich brauche Sprinten. Wenn ich sprinte, schwimme ich dann noch schneller? Kann man denn sprinten? Mit dem Rogue. Noch. Aber wenn du 30 Mounts hast, nee, wenn du 35 Erbstücke hast, so rum, nicht 30 Mounts, wenn du 35 Erbstücke hast,
dann kriegst du ein Mount, was du von Level 1 an benutzen kannst. Einen Chauffeur. Und Leute, dazu, dass wir dann übrigens die Raids machen, beziehungsweise die Raids versuchen auf den entsprechenden Leveln, werde ich euch dann auch noch versuchen, etwas Lore dazu näher zu bringen. Also euch ein bisschen die Geschichte hinter all dem zu erzählen, was wir überhaupt machen und warum wir das machen und was da vorgefallen ist und warum das vorgefallen ist und ja, genau. Das werde ich dann alles. The young hero comes before me. I am told you shall break promise. Let us hope these reports. Und zum Beispiel, warum Sylvanas eigentlich voll die Fotze ist. The ancient knowledge you possess will prove a great boon to our cause. Ihr seid ja immer noch Level 2. Ja. Ico wartet ja auch nicht auf mich. Macht ihr erst die Quest und gebt die dann ab oder gebt ihr die immer wieder ab? Jetzt. Ja, macht ihr alle auf einmal alle Quests oder macht ihr die einzeln? Ich mach die mal einzeln. Das ist dumm. Ich mach die alle auf einmal. Ich wollte gerade sagen, mach die doch alle auf einmal. Und gebt die dann alle auf einmal. Ich mach erst die, gebe ich die ab, dann mach ich die nächste, gebe ich die ab. Nein, warum denn? Das ist doch Zeitverschwendung, wenn du gerade schon im Ort bist, wo dann die nächste Quest ist. Du nimmst die alle an und machst sie dann nacheinander fertig. Ja. Geht doch tausendmal schneller. Effizienz! Wird bei Nico nicht groß geschrieben. Sorry. Sorry, du Model. Hey, dieses Mount sieht einfach so cool aus. Baby Winslow sieht geil aus. Ich zeig euch gleich mal ein mega süßes Pet. Das ist so unglaublich knuffig. Jetzt ist die Frage, wie komme ich eigentlich zu euch? Lothar. Doch dürfte gehen. Ja. Da seht ihr, ich muss eh nach UG rein. Dann kann ich auch zu euch kommen. So, Paul. Ja. Warum seid ihr auf anderen Realms? Ich bin bei BlackRock. Nein. Ich hab das vorher extra eingestellt. Du bist nicht auf BlackRock. Sicher? Ich hab. Du bist auf Norgandon. Ich bin auf Insel der Sonnenwanderer. Und Nico ist auf Dun Morog. Ich hab Nico aber eben gesehen. Ja, das ist auch normal, wenn man in einer Gruppe ist, aber ihr dürft jetzt direkt neu anfangen. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Ihr seid auf den falschen Realms. Leute! Wie können wir das denn wechseln? Indem du bei deiner Charakterauswahl oben auf den Realm klickst. Oder du machst einfach, weil wir beide sind ja schon da drin. Ja, ihr seid aber trotzdem beide auf verschiedenen Realms. Das würde nichts ändern. Das heißt, ich muss jetzt was drücken? Das heißt, du musst dich jetzt ausloggen und einen neuen Charakter erstellen auf dem richtigen Realm. Als ob sich das wieder geändert hat. Ich habe das vorher schon umgestellt. Aber ich bewege mich in der Zeit zu euch hin. Jetzt kann ich da alle Changes nochmal neu machen. Ja. Oh wow. Wie gesagt, die Quests dauern ja nicht lange, wenn man sie effizient macht. Okay, Realm wechseln. Mhm. Welcher ist das? BlackRock. Blood and Thunder. BlackRock. So, ich glaube, ich muss von dem da aus fliegen. BlackRock. Ja. Ganz so, PvE. BlackRock, PvE, oder ist PvP, keine Ahnung, PvE oder PvP, weiß ich nicht. Auf jeden Fall BlackRock. Der Server ist voll. Ja, egal, geht trotzdem drauf. Eben drum nimmt Marvin ihn. Nicht koreanische Tundra und Mann! Falscher Zeppelin-Turm. Leute, wir müssen auf einem Server sein, wenn wir eine Gilde machen wollen. Blutelf, Paladin. Denn es wird definitiv eine Gilde geben. Eine Community-Gilde. Das hat bei Rappel schon so gut geklappt.
Rappels wurden wieder mega groß, aber das hat mich dann auch irgendwann abgefuckt. Ist das Tieresfang? Ist das Tieresfang? Nein, das wäre mir vorhin. Scheiße, ist das Tieresfang? Tieresfang. Oh, Portal, nice. Oh, Boys. Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen, ne? Sagt meine Oma immer. So, ich muss zum Flugmeister. Hier habe ich das Gefühl, dass das Paul gerade mega triggert. Ja. Triggert dich das? Wieso? Weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, das triggert dich. Was sollte mich triggern? Dass die Tatsache, dass du auf dem falschen Realm angefangen hast, trotz dessen, dass du den richtigen eingestellt hattest. Ja, das triggert mich etwas. Macht ja nichts. Stell dir vor, Paul, das hätten wir festgestellt, wenn ihr Level, weiß ich nicht, 70 oder so gewesen wäre. Ja, dann hätte ich halt das Spiel gedrückt. Ich wäre nie wieder drauf gekommen. So, perfekt, ich kann direkt nach Silbermond fliegen. Also Freunde, ihr wisst schon mal Bescheid, am Samstag gibt's dann einen WoW-Stream. Höchstwahrscheinlich, vielleicht. Doch. Also wir spielen GTA selbstverständlich wie immer, aber wir werden auch WoW spielen. WoW. Oh. Oh, da freue ich mich jetzt schon auf den Streamen. So, jetzt bin ich aber richtig, ne? Ja. Sie, Senor. Wieso hast du denn jetzt einen anderen Namen? Hä? Wieso hast du denn jetzt einen anderen Namen? Weil der Name, den ich gerade eben verwendet habe, existiert hat. Tja, das ist der Nachteil auf einem vollen Realm. So, Paulette ist auch wieder da. Wie heißt du? Wie wird das ausgesprochen? Nalmas. Zoko Reisenlo? Paul? Was? Zoko Reisenlo? Nein, das soll eigentlich auseinandergeschrieben werden, aber das macht es einfach nicht, was ich will. Das wird ausgesprochen Zoko Reisenlo. Du kannst keine Leerzeichen in Namen machen. Ich weiß. Ich meine, unterstrich auch nicht. Ich habe eine Kamelhöcker-Schreibweise benutzt. Das heißt, ich habe das das Y eigentlich groß geschrieben, aber. Ich habe dich genau eingeladen, ja. Hattest du vorher nicht einen Krieger? Ich erinnere. Ist doch scheißegal, du kannst auch mit einem Paladin tanken, aber mit einem PvP zwei Paladine. Ja, ich wechsle schon. Geht ja schnell, so ein Ding zu erstellen. Ey, Paul hat richtig Bock, Alter. Der hat vielleicht schon sein Charakterpensum voll. Nee, ich lösche die immer wieder. Okay. Du kannst 50 Charaktere insgesamt erstellen, ne? Oh. Das sind einige. Ja, und level erstmal 50 Charaktere auf 120. Mach erstmal mit 50 Charakteren jeden Tag die World Quests. War gerade zu doof, um so ein Viech zu tun. Mal gucken, vielleicht kann ich an eurem Startgebiet auch die Quests annehmen. Oder zumindest in den nächsten Dörfern in der Form. Weil das Schöne ist ja, seit Patch 7.3.5 wurden ja die ganzen Zones skaliert. Das heißt, du hast jetzt Zones von 0 bis 10, glaube ich, dann von 10 bis 40, von 40 bis 60, von 60 bis 85, von 85 bis 90, 90, 100, 110, 120, ja. Yo! Das Schöne ist, selbst wenn ich meine Friendlist aufmache, man sieht die ganzen Namen, aber man sieht ja nicht die Battletags. So, das Video jetzt zum dritten Mal angeschaut.
Hey, du musst das nicht anschauen, oder? Ist ja jetzt vorbei. Ich hab mir das Video, glaube ich, noch gar nicht angeguckt. Ich auch nicht. Na, übersprungen. Kann man sich da nicht irgendwie hinlotsen lassen? Wo denn? Ja, zu den ganzen, zu den Quests und Quests. Ja, du siehst da, drück doch einfach M, du siehst doch auf der Karte genau, wo was ist. Nein, nein, ich meinte eigentlich so, dass man das drauf ja drückt, dann läuft da automatisch dahin. Ich weiß, was du meinst, aber das ist doch gar kein Thema. Naja, wir mal. Ja, ein bisschen schippen. Ey, aber guckt euch mal an, wie groß diese Welt ist, Alter. Aber wenn du laggst. Ich lagge! Ja. Da fuck, wieso? Lol. Hauptsache ich hatte 30% Paketverlust bei einem 20er Ping. Ist da? Ohne Scheiß, Alter, gebt euch mal, wie groß diese Welt ist, ne? Ihr seid gerade nur in einem Gebiet. Alleine dieser Kontinent hat, glaube ich, 40 Gebiete oder so. Und dann gibt es ja, warte, 4, 5, 6, 7 Kontinente allein in Azeroth. Dann Draenor, dann Outland. Wo bist du jetzt eigentlich, Outland. Nico? Alter. Ich mach grad die Quest mit Teilspender. Stimmt, Dings, du musst mich nochmal einladen. Ja, mach ich sofort. Bin gerade im Loadscreen. So, Leute. Ah, da bist du, Nico. Rogue, Healpaler und Warrior, Alter. Das wird so OP. Epsi, die Geduldige. Das ist ein Titel, die Geduldige. Wo bist du denn jetzt? Ach, da links bist du. Ah, hi. Ich bin gleich bei euch, ich fliege. Ah. Auf einem Reifen oder wo drauf. Wir gehen hier mal ein bisschen am Rand entlang. Komm mal mit, Nico. Ja, wo bist du denn wieder? Du siehst den lila Punkt auf der Karte. Guck mal, Ingame hat WoW 120 FPS und der Aufnahme hat WoW nur 70 FPS. Tja, voll unflüssig, Kappa. Wie war das mit, das menschliche Auge kann nur 30 FPS wahrnehmen, aber 60 sehen flüssiger aus? Mir fällt gerade auf, mir fehlt ein Erbstück. Ich habe keine Brust an. Geben Sie mir eine Brust! Komm mal mit, ich weiß, wo die sind. Komm mit. Ja, ich weiß, die sind da unten auch noch. Ja, da hinten sind ganz viele. Aber jeder geht immer in das Gebiet, was angezeigt wird, nie in die anderen. Freunde, mir fällt gerade auf. Wir sind schon voll. Eigentlich Allianzballons? Keine Ahnung. Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle erstmal ganz kurz ein Folge in Pause. Weil wir sind schon voll über die Zeit hinaus. Wie blende ich denn nochmal mein Interface aus? Steuerung H? Nein. Eigentlich Alt Y, oder nicht? Oh lol, das ist falsch. Hä? Eigentlich Alt Y, oder nicht? Boah, wisst ihr was? Nee, wir machen es anders. Ich komme noch zu euch und dann machen wir zu dritten einen Screenshot. Mach das. Noch zwei Stück, da habe ich die Quest fertig. Warte, wir bauen auch vier. Keybindings, Interface. Wieso kann ich mich denn jetzt nicht mehr links und rechts bewegen? Was? Hä? Lol, jetzt geht's wieder. So, Keybindings, Interface. Was ist mit deinem Affen los, Nico? Der hat nicht ein Schild über sich. Ja, der ist stehen geblieben und hat so ein Ding ge. Ach, Alt-Z, okay. Keine Ahnung. Nee, das ist bei mir GeForce Experience. Gut, dann muss ich das umlegen.
Wo war es denn jetzt da? Ja, perfekt. Perfekt! So, Boys, ich bin gleich bei euch. Nice. Ball dich mal ein bisschen. Ja, chillen Sie, chillen Sie. Paul, du musst lernen zu chillen. Wenn Sie nicht chillen, dann können Sie nicht killen. Wo bist du denn, Nico? Du mir hier gerade die nächste Quest. Kann man hier eigentlich einen Fallschaden sterben? Ja, klar. Es gibt dafür sogar einen Erfolg, wenn du mit 10% Life oder so überlebst. Okay, weil ich bin jetzt schon öfters von ziemlich weit oben runtergesprungen. Nicht gestorben, deshalb. Es gibt einen Erfolg, der heißt, wie tief kann man fallen? Ja. Achso, genau, ich wollte ja noch gerade meine Brust. So, da, die möchte ich ja noch nehmen. So, Boys, kommt mal her. Aber ich mach grad Quest. Komm mal her, wir machen jetzt mal ein schönes Foto. Wir können ja da vorne vor den Schrein gehen. Die Quest müsst ihr ja eh machen. Bist der auf dem runter? Auf dem Wolf. Das ist ein Säbelzahntiger. Habt ihr denn die Quest angenommen, alle? Ja. Gut. Weil dann müsst ihr eh zu dem Schrein. Alle. Oder? Ja, nein, die Quest sollten wir haben. Ihr sollt alle annehmen. Und warum killst du jetzt Mobs, wenn ich sage, folgt mir mal? Wir haben alle angenommen, die wir können. Das sind 5 Stück. Nico ja anscheinend nicht. Hat doch gerade gesagt. Nico, dann, du hast die Quest. Die gibt dir dieser Typ da oben im Turm da, glaube ich. Ich hab nur 3. Ja, deswegen. Sage ich ja, Nico hat nicht alle angenommen. Ach, Nico. Ist schon witzig, wenn man sagt, nimm alle Quests an und Nico nimmt nicht alle Quests an. Du hast gesagt, komm her. Ja. Du hättest vorher schon alle annehmen können. Komm mal her zu dem Schrein. Wir machen hier ein Foto. Sieht schön aus. Bin unterwegs. Oder noch besser, nicht an den Schrein, sondern hier an diese Kante. Dann hat man das Meer im Hintergrund. Sieht voll schön aus. So, warte, ich mach noch Namen aus. Nalmos. Namen aus. Nee, Nalmos. Achso. So. Stellt euch mal um mich rum. Ich muss in die Mitte. Ich hab einen Mount. Mein Affe versteckt sich in deinem Mount. Sag mal, wer kann sich denn da jetzt nicht hinstellen, Mann? So, Screenshot kommt. Perfekt. So, meine Lieben, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, subscriben. Nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. WoW geht wieder los, geht wieder richtig los. Ich bin mega gehypt darauf, freue mich unglaublich. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sind raus. Bis dahin, macht's gut. Peace out. Und ciao.